Sigmund Freud hat in seiner Schrift eine Schwierigkeit der Psychoanalyse von drei großen Kränkungen der Menschheit in der Neuzeit besprochen, nämlich einer kosmologischen, einer biologischen und einer psychologischen. Die erste Kränkung fügte Kopernikus dem Menschen zu, gegen das geozentrische Weltbild statuierte er ein heliozentrisches Weltbild und vertrieb so nicht nur die Erde, sondern auch den Menschen aus dem Zentrum des Universums. Er machte ihn zu einer belanglosen Episode des Weltalls. Die zweite Kränkung erfuhr der Mensch durch Charles Darwin. Als dieser mittels seiner Evolutionstheorie nachwies, dass der Mensch vom Tier abstammt. Freud meint, der Mensch habe im Laufe seiner Kulturentwicklung eine Kluft zu den Tieren aufgerichtet. Er, der Mensch, sprach ihnen die Vernunft ab und legte sich eine unsterbliche Seele bei, berief sich auf eine hohe göttliche Abkunft, die das Band der Gemeinschaft mit der Tierwelt zu zerreißen gestattete. Doch diese Überhebung über das Tier brach spätestens mit Darwin zusammen. Er sagte ja, der Mensch ist nichts anderes und nichts Besseres als ein Tier, als die Tiere. Die dritte Kränkung, ich gehe wieder zurück, Moment. Die dritte Kränkung, so Freud, sei von ihm selbst ausgegangen. Denn er habe dem Menschen deutlich gemacht, dass nicht er selbst und sein freier Wille, sondern dass er ein komplex unbewusster Triebe in seinem Haus sozusagen nicht Herrscher sei. Nach Freud wird der Mensch bekanntlich durch Libido-Antriebe aus seinem Unbewussten mitgesteuert. Zuweilen gibt es sogar noch eine vierte Kränkung. Man spricht davon, dass in der nahen Zukunft es zu einer intensivierten Cyborgisierung kommen werde, einer unauflöslichen Verschmelzung von Mensch und Maschine, und dabei werde letztlich der Computer immer mehr Funktionen des humanen Geistes übernehmen. Manchmal gibt es sogar die fünfte Kränkung, die Corona-Pandemie. Habe ich auch schon gelesen. Diese neuzeitlich modernen Entwicklungen als Kränkungen zu verstehen, setzt eigentlich schon ein ziemlich aufgekratztes narzisstisches Menschenbild voraus. Und wenn es eigentlich eine Kränkung gäbe, dann wohl eher die, uns ein solches Menschenbild zu unterstellen. Statt von Kränkungen hat man später zuweilen von drei Dezentrierungen gesprochen. Die räumliche Metapher der Dezentrierung scheint mir tatsächlich etwas angemessener zu sein, um das zu beschreiben, was Freud vor Augen hatte. Durch die neuzeitlich modernen Entwicklungen in der Wissenschaft ist der Mensch kosmologisch, biologisch, psychologisch, technologisch aus dem Zentrum seines alten Weltbildes, seiner alten Weltbilder verdrängt worden. Ich möchte Freuds Typologie zum Anlass nehmen, über die zweite Dezentrierung etwas genauer nachzudenken. Ich möchte also darüber reflektieren, was die Entwicklung der Evolutionstheorie für die theologische Anthropologie bedeutet hat und immer noch bedeutet. Ich gehe dabei so vor, dass ich in einem ersten Schritt das traditionelle Konzept der Ebenbildlichkeit skizziere. Entschuldigung, ich komme da nicht ganz zurecht. Es klickt nicht immer, das Bild wechselt nicht immer, wenn ich klicke. So. Also, ich gehe so vor, dass ich in einem ersten Schritt das traditionelle Konzept der Gott-Ebenbildlichkeit skizziere. In einem zweiten Schritt die mit der Evolutionstheorie verbundene Kritik daran erläutere und dann in einem dritten und vierten Schritt frage, ob die Theologie noch an der Vorstellung der Gott-Ebenbildlichkeit festhalten kann. Und so. Schließlich ende ich mit einem kurzen Rückblick. Um die Tragweite der zweiten Dezentrierung verstehen zu können für die theologische Anthropologie, muss ich kurz ausholen. Kommen wir damit zum ersten Kapitel, das Verständnis der Gott-Ebenbildlichkeit. Die
Tradition. Es gibt in der abendländischen Geschichte sehr viele Versuche zu verstehen, was den Menschen zum Menschen macht. Homo politicus, Homo faber, Homo ludens und so weiter. Aber die geläufigste und klassischste ist sicher die, dass der Mensch animal rationale sei. Diese Kurzformel wurde bereits in der griechischen Antike geprägt. Aristoteles nahm sie auf und sprach vom Menschen als einem Zoon legon echon. Also es geht um die Vernunft, um den Geist. Das ist es, was als spezifisches Differenzmerkmal den Menschen ausmacht. Gerade diese Ratio unterscheidet ihn dann auch vom Tier. Diese Definition des Menschen entspricht zwar nicht dem biblischen Verständnis des Menschen, doch mit der Zeit, in nachbiblischer Zeit, verschmolz diese Definition mit der christlichen Menschenbild. Das klassische prägende Konzept der christlichen Anthropologie ist aber eben die Gottebenbildlichkeit. Der wichtigste Beleg dafür findet sich gleich zu Beginn der hebräischen Bibel in Genesis 1, 26 bis 28. Wir konzentrieren uns jetzt nur auf Vers 26. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, als unser Bild, zählen uns ähnlich, dünkt. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die sich auf der Erde regen. In der theologischen Tradition gab es viele Deutungen, diesen Text, aber auch die Gottebenbildlichkeit insgesamt zu deuten. Es wurde zum Beispiel vorgeschlagen, die Gottebenbildlichkeit bestehe in der äußeren Gestalt, im aufrechten Gang des Menschen. Oder sie beziehe sich einfach auf das Verhältnis von Mann und Frau. Oder aber, weitaus wirkmächtiger, die Gottebenbildlichkeit beziehe sich auf die Seele des Menschen. Und zwar auf ihr höchstes Vermögen, nämlich Willensfreiheit und Vernunft. Hier zeigt sich schon der Einfluss der antiken animal-rationale Vorstellung. Die Gottebenbildlichkeit wurde nur auf die Seele bezogen, auch wenn von dort her dann auch der menschliche Leib irgendwie mit einbezogen wurde und das auf den Leib zurückstrahlt. Augustin meinte zum Beispiel in seinem Werk De Trinitate, der Geist des Menschen sei das Bild der göttlichen Dreieinigkeit, Imago Trinitatis. Die in der Gottebenbildlichkeit begründete besondere Nähe des menschlichen Geistes zu Gott ist auch der Grund, warum Augustin trotz des radikalen Abstandes zwischen Mensch und Gott dann doch in der menschlichen Selbsterkenntnis und Selbsterfahrung Spuren der Trinität ausfindig machen konnte. Vestigia Trinitatis. Geradezu klassisch für die altkirchliche Gottebenbildlichkeit ist die Definition von Johannes von Damaskus. Er schreibt: Darum hat Gott den Menschen aus sichtbarer und unsichtbarer Natur mit eigenen Händen und nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen. Den Leib hat er aus Erde gebildet, die vernünftige und denkende Seele, aber hat er ihm durch seinen Hauch gegeben. Das eben nennen wir göttliches Bild, denn das nach dem Bild bedeutet den Verstand und die Willensfreiheit, das nach dem Gleichnis aber die Gottähnlichkeit in der Tugend, soweit es möglich ist. Die Gottebenbildlichkeit wird hier einerseits als Verstand und Willensfreiheit, andererseits als Gottähnlichkeit in der Tugend beschrieben. Auch bei Johannes sehen wir wieder, wie die Definition des Menschen als animal-rationale ins christliche Verständnis der Gottebenbildlichkeit eingeflossen ist. An der Bestimmung des Johannes zeigt sich dann auch eine Unterscheidung, die in der Spätantike aufgetaucht ist und sich dann durchgezogen hat bis ins Mittelalter und später, nämlich die Unterscheidung zwischen Bild und Gleichnis, lateinisch imago und similitudo. Man meinte nämlich irrtümlicherweise, diese Unterscheidung schon aus der hebräischen Begrifflichkeit ableiten zu können, aus Zelem und Demut, wie ich es im Genesis 1-Text bereits gezeigt habe.
Die Imago des Menschen bezeichnet Vernunft- und Willensfreiheit, die Similitudo seine gottähnliche Tugend. Im Hintergrund stand natürlich eine Problematik, nämlich die des Sündenfalls. Durch den Sündenfall verliert der Mensch die Gottähnlichkeit, nicht aber seine Imago, also nicht Vernunft- und Willensfreiheit. Die mittelalterliche Theologie hat an dieser Unterscheidung dann festgehalten und sie fortgeführt auf ihre Weise, während sie in der Theologie der Reformatoren aufgrund ihres radikaleren Sündenverständnisses auf klare Ablehnung stieß. Was dann erneut die Frage provozierte, ob denn die Gottebenbildlichkeit durch die Sünde ganz verloren gehen könnte. Trotzdem bricht die an der Seele festgemachte rationale Zuspitzung der Gottebenbildlichkeit auch in der reformatorischen Theologie nicht ab. Bei Luther liegen die Dinge vielleicht etwas anders, aber bei Johannes Calvin ist die Gottebenbildlichkeit allein auf das Vernunftvermögen der Seele bezogen und wird vom Körper klar unterschieden. Und an der so bestimmten Gottebenbildlichkeit hängt dann auch die kategoriale Differenz von Mensch und Tier. Ich zeige Ihnen das am nächsten Zitat bei Johannes Calvin. Nun strahlt gewiss auch am äußeren Menschen Gottes Herrlichkeit hervor. Aber der eigentliche Sitz jenes Ebenbildes liegt doch zweifellos in der Seele. Wenn nun aber Gottes Ebenbild im Menschen dargestellt ist, so liegt darin offenkundig ein stillschweigender Unterschied beschlossen, der den Menschen über alle andere Kreatur hinaushebt und sozusagen von der großen Masse trennt. Diese wenigen selektiven Ausführungen zur Gottebenbildlichkeit im herkömmlichen Christentum mögen mal genügen. Ich möchte drei Punkte daran hervorheben. Erstens, die Gottebenbildlichkeit, die Imago, bezieht sich auf die Vernunft- und Willensfreiheit des Menschen. Sie ist also in einem gewissen Sinne eine Eigenschaft am Menschen. Zweitens, wie bei der philosophischen Definition des Menschen als Animal Rationale, handelt es sich bei dieser Eigenschaft um ein Differenzmerkmal, also um ein Merkmal, von dem man meinte, dass es den Menschen von allen anderen Lebewesen unterscheidet. Das seelische Vermögen der Vernunft wäre ja nicht nur Organ der Differenz zwischen Mensch und Tier, sondern zugleich eben Organ der spezifischen menschlichen Nähe zu Gott. Gerade als dieses rationale Wesen ist der Mensch eine Nachbildung Gottes, sein Ebenbild. Und daher ausgezeichnet vor allem so, dass die ganze Schöpfung eigentlich anthropozentrisch konzipiert wurde und gleichsam auf die Erschaffung des gottebenbildlichen Menschen hinläuft, zuläuft. Ein dritter Punkt, auf den ich leider hier nicht eingehen kann weiter, die alte Vorstellung von der Gottebenbildlichkeit basierte, wie Sie gesehen haben, auf einer spezifischen Form von Leib-Seele, Dualismus. Die Tradition hat viel Denkenergie in die Frage gesteckt, wie denn jetzt eigentlich sich Gottebenbildlichkeit und Sünde zueinander verhalten. Meistens machte man es so, dass die ursprünglich gute Gottebenbildlichkeit verloren ging durch die Sünde und dann durch Jesus Christus, das eine wahre Ebenbild Gottes, so sagt es das Neue Testament, wiederhergestellt wurde im Glauben an ihn. Partizipation als Wiederherstellung der Ebenbildlichkeit. Aber ich will darauf jetzt nicht näher eingehen. Was ich Ihnen zeigen wollte, ist, erstens, das alte Konzept der Gottebenbildlichkeit kann sehr vielfältig ausgelegt werden. Ich könnte das jetzt noch ziemlich viel weiter ausführen, insbesondere im Blick auf die Sünde. Und die Gottebenbildlichkeit ist immer bezogen auf sehr spezifische Teildiskurse innerhalb der Dogmatik. Ich lasse das jetzt aber so stehen und komme zum zweiten Punkt, nämlich der Kritik seitens der Revolutionstheorie. Das eben skizzierte Verständnis der Gottebenbildlichkeit wurde in der Neuzeit und Moderne immer mehr in Frage gestellt. Das hängt natürlich damit zusammen, dass der traditionelle Gottesgedanke durch interne und externe Religionskritik zusehends in Frage gestellt wurde und in die Krise geriet. P.
platt gesagt, wo Gott fraglich wird, wird es natürlich auch die Gottebenbildlichkeit. Aber auf diese komplexe theologische Entwicklung will ich hier jetzt nicht eingehen. Ich konzentriere mich auf ein damit natürlich zusammenhängendes Problem, nämlich die Infragestellung der Gottebenbildlichkeit seitens der Naturwissenschaften, seitens der Evolutionstheorie von Darwin. Den Kern dieser Theorie, den kennen Sie natürlich, ist hinlänglich bekannt, nur ganz kurz. Lebewesen sind beständig geringfügigen Variationen, Veränderungen unterworfen, Mutationen, und bei begrenztem Lebensraum setzen sich diejenigen Veränderungen durch, die den jeweiligen Lebensbedingungen besser angepasst sind, Selektion. Die Anpassungen sind immer vorläufig, und das wiederum erleichtert Richtungsänderungen in einem nie abbrechenden Entwicklungsprozess, der ja keine Vorzugsrichtung und kein vorbestimmtes Ziel kennt. Mutation und Selektion sind die hinreichenden notwendigen Mechanismen, mit denen die Evolution beschrieben werden kann. Darwins Schluss daraus ist aber, und das ist jetzt das Interessante für uns, dass die Differenz zwischen Mensch und Tier viel fließender ist, als das bisher damals angenommen wurde, dass der Mensch selber vom Tier abstammt. There's no fundamental difference between man and the higher mammals in their mental faculties. Natürlich leugnet auch Darwin nicht, dass es eine Differenz zwischen Mensch und Tier gibt. Während aber die theologische Tradition diese Differenz als fundamentale, als kategoriale Differenz deutete, ist sie für Darwin nur noch eine graduelle Differenz. Ist aber die Differenz nur noch graduell, dann fällt auf die Definition des Menschen als Animal Rationale. Und dann beginnt eben auch das traditionelle Verständnis der Gottebenbildlichkeit zu bröckeln. Denn dieses Verständnis setzt ja gerade eine besondere Nähe der menschlichen Vernunft, Seele zu Gott voraus und geht dabei von einer kategorialen Differenz von Mensch und Tier aus, wie gesagt. Darwins Theorie zog also der traditionellen christlichen Bestimmung der Gottebenbildlichkeit den Boden unter den Füßen weg. Auch wenn Darwin selbst, anders als dann zum Teil später, eine voraussetzungsoffene oder mehrheitlich voraussetzungsoffene und also keine grundsätzlich materialistische Deutung der Evolutionstheorie vertreten. Die Reichweite und Interpretation der Evolutionstheorie ist im Detail bis heute natürlich umstritten, aber man darf doch sagen, die Evolutionstheorie hat sich bewährt. Sie wurde unter anderem mit der Genetik zusammengeführt und sie wurde vielfältig präzisiert. Und damit ist auch klar, es bleibt bei dieser graduellen Differenz zwischen Mensch und Tier. Primaten sind durchaus in der Lage, komplexe kognitive Leistungen zu vollbringen, wenn auch nicht im gleichen Maße wie Menschen. Und jetzt nur eine kleine Klammerbemerkung. Gegenwärtig lassen sich übrigens auch weltanschauliche Verlängerungen naturwissenschaftlicher Einsichten beobachten, die das Menschenbild hinter dem herkömmlichen Gottebenbild in Frage stellen. Solche weltanschaulichen Verlängerungen vertreten unter anderem Hirnforscher, einige, nicht alle, wenn sie einen sogenannten neuronalen Determinismus postulieren und damit die Willensfreiheit des Menschen in Frage stellen. Willensfreiheit gilt ihnen als eine Illusion. Wo aber die Willensfreiheit wegfällt, fällt ein weiteres Element der traditionellen Gottebenbildlichkeit dahin, das den Menschen vom Tier unterscheidet. Klammer zu. Hält man sich all das Gesagte vor Augen, so fragt sich natürlich, lässt sich angesichts der evolutionstheoretischen Erkenntnisse und erst recht angesichts dieser weltanschaulichen Verlängerung überhaupt noch von einer Gottebenbildlichkeit in der Theologie sprechen? Kann die Theologie noch am Konzept der Gottebenbildlichkeit festhalten? Die moderne Theologie hat das meistens getan. Doch sie hat das Konzept der Gottebenbildlichkeit anders verstanden und neu interpretiert. Sie hat sich dabei stets positiv auf die Evolutionstheorie bezogen und dabei vor allem
meistens implizit, zwei Denkfiguren zum Tragen gebracht. Erstens die Relationalität und zweitens so etwas wie ein Perspektivenwechsel. Bei der ersten Denkfigur, der Relationalität, geht es darum, dass der Mensch durch Relationen als Person konstituiert wird. Der Mensch ist, was er ist, aufgrund seiner Beziehung zu Gott, Mensch mit und Umwelt. Die zweite Denkfigur des Perspektivenwechsels, dazu muss ich ein paar Dinge vorwegschicken. Erstens, die moderne Theologie fragt ja nicht, wie die alte Metaphysik nach einem Wesen oder nach Eigenschaften des Menschen an sich. Also sie fragt nicht, was ist der Mensch? Sie fragt aber auch nicht nach Ergebnissen empirischer Forschungen des Menschen als Objekt. Was ist ein Mensch? Sie fragt auch nicht als ein kulturphilosophisch, im Rahmen eines kulturphilosophischen Programms nach den subjektiven und kollektiven Identitäten des Menschen. Also, wer bin ich? Wer sind wir? Die Theologie muss all dieses Wissen, dieses Menschenwissen vom Menschen berücksichtigen. Wenn sie dann aber anders fragt, nämlich, wer ist der Mensch coram Deo? Wer ist der Mensch vor Gott? Noch genauer, was ist ein Mensch und wer sind wir aus der Perspektive Gottes? Moderne theologische Anthropologie, und ich halte mich hier jetzt vor allem an die protestantische Tradition, vollzieht sich in der Regel unter dem Vorzeichen dieses theozentrischen Perspektivenwechsels. Ein Perspektivenwechsel, der dann in der Regel im Blick auf Jesus Christus christologisch präzisiert wird. Natürlich hatte dieser Perspektivenwechsel bereits Vorläufer in der Reformation. Denken Sie zum Beispiel an Luthers Schrift De Homine von 1536. Die beiden erwähnten Denkfiguren finden sich sehr häufig in den Theologien des 20. und 21. Jahrhunderts. Die Frage nach der Bestimmung der Gottebenbildlichkeit wird dann entsprechend von der Relation Gottes zum Menschen her vorgenommen und dann über die Gottebenbildlichkeit Jesu Christi vermittelt. Zur Illustration ein Zitat des Zürcher Theologen Ingolf Daufer. Vieles unterscheidet Menschen von anderen Lebewesen und vieles haben sie mit ihnen gemein. Aber ausgezeichnet sind sie ihnen gegenüber nur als Bild Gottes. Und diese Auszeichnung besteht allein in dem, was sie durch Gottes Zuwendung werden, was ihnen widerfährt, was ihnen von Gott her zugute kommt. Menschen werden Gottes Bild, indem sie so zum Ort seiner Gegenwart werden, dass ihr Leben dadurch zum Ort der Gottesgegenwart für andere wird. Im Bild des gekreuzigten Christus erschließt sich Gott dem Menschen und macht, dass der Mensch, dass er zum Bild Gottes wird. Der Mensch wird aus der Perspektive Gottes und von der Beziehung Gottes zu ihm her Ebenbild. So könnte man es auch schon bei Karl Barth und in anderer Weise bei Wolfhard Pannenberg und vielen anderen im 20. Jahrhundert finden, die diese Denkfiguren bedienen. Halt mit anderer inhaltlicher Füllung. So, warum sage ich Ihnen das? Was ist damit gewonnen? Sie erinnern sich, die traditionelle Bestimmung der Gottebenbildlichkeit bezog sich auf die Ratio, den Menschen als willensfreies Vernunftwesen. An diesem obersten geistigen Seelenvermögen machte sich dann die Differenz zum Tier fest. Darwins Evolutionstheorie aber hat dann deutlich gemacht, es gibt diese kategoriale Differenz zwischen Mensch und Tier nicht, nur eine Gradwelle. Nicht einmal die Vernunft eignet sich also als Eigenschaft, um ihn, den Menschen, vom Tier abzuheben. Hätte die Theologie unter diesen Voraussetzungen am alten Verständnis der Gottebenbildlichkeit festgehalten, dann hätte sie wohl ein Problem gehabt. Nämlich ein Problem, Primaten nicht auch als Gottebenbilder annehmen zu müssen. Angesichts der Evolutionstheorie geht Daufert darum jetzt einen anderen Weg, wie viele Theologen vor ihm.
Nämlich, er macht die Gottebenbildlichkeit nicht an einer dem Menschen innewohnenden Qualität fest, nicht an einer aufweisbaren Eigenschaft, an einem Merkmal wie der Ratio, der Vernunft. Vielmehr bestimmt er die Gottebenbildlichkeit von der Beziehung Gottes zum Menschen. Es ist keine Substanz, es ist keine Eigenschaft, es ist nichts im oder am Menschen, das ihn von Tieren unterscheidet und als Gottebenbild ausmacht. Nicht die vernunftbasierte Abgrenzung und Höherstellung gegenüber dem Tier konstituiert die Gottebenbildlichkeit. Es ist allein Gottes Beziehung zum Menschen, noch nicht einmal des Menschen Beziehung zu Gott. Die Gottebenbildlichkeit ist darum letztlich ein Geheimnis. Sie kann nur geglaubt werden. Ja, sie muss gleichsam durch den empirischen Menschen hindurch geglaubt werden. Dalfords Bestimmung der Gottebenbildlichkeit wird also durch die Evolutionstheorie gar nicht in Frage gestellt. Und gleichzeitig gelingt es ihm dadurch, diese pejorative Abgrenzung vom Tier nicht mehr zum konstitutiven Ausgangspunkt der Gottebenbildlichkeit machen zu müssen. Nach Dalford analysieren und erklären Naturwissenschaften die Wirklichkeit. Die Theologie hingegen sei eine kritische Orientierungsdisziplin, eine Orientierungsdisziplin zweiter Ordnung. Ihr, der Theologie, geht es nicht um Weltbeschreibung, sondern um ein normatives Orientierungswissen, in dessen Horizont dann die ganze Lebenspraxis gedeutet und gestaltet wird. Dalford vertritt also so etwas wie ein Unabhängigkeitsmodell zwischen Theologie und Naturwissenschaft. Ein vorläufiges Fazit: Diese zweite Dezentrierung des Menschen durch die Evolutionstheorie hat das traditionelle Konzept der Gottebenbildlichkeit massiv in Frage gestellt. Der Mensch steht weder im Zentrum des Kosmos, noch bildet er ein kategorial ausgezeichnetes Zentrum alles Lebendigen. Die Theologie kann an der Gottebenbildlichkeit nur dann festhalten, wenn sie in einer theozentrischen Wende Gott selbst in anderer und neuer Weise zum Zentrum macht und von diesem Zentrum her dann den Menschen als Gottebenbild zu denken versucht. Der dezentrierte Mensch muss von Gott her als exzentrische Person bestimmt werden. Die Gottebenbildlichkeit besteht in der von Gott her begründeten exzentrischen Bestimmung zur Gemeinschaft mit Gott, wie man in sehr lockerem Anschluss an Wolfhard Pannenberg sagen könnte. Ich habe eingangs dieses Kapitels gefragt, kann die Theologie noch am Konzept der Gottebenbildlichkeit festhalten? Und ich habe jetzt gesagt, ja, sie kann es. Die Frage ist jetzt, soll sie auch am Konzept festhalten? Und diese Frage ist viel schwieriger. Ich versuche sie so kurz wie möglich zu traktieren. Das kollektive Bewusstsein einer ökologischen Krise bildete sich eigentlich erst in den 70er Jahren aus. Eine wichtige Rolle spielte dabei sicher die Studie The Limits to Growth des Club of Rome. Die ökologische Krise führte auch im Bereich der Theologie und in den Kirchen zu einem Umdenken. Nicht zuletzt aufgrund des Vorwurfs, dass die jüdisch-christliche Tradition an dieser Krise mitschuld sei. Das war zumindest die These, die der Medievist Lynn White 1967 in einem einflussreichen Beitrag zur ökologischen Krise vertreten hat. Christianity bears a huge burden of guilt. Das Christentum habe, so nicht nur die Ausbildung von Naturwissenschaft und Technologie begünstigt, es habe aufgrund des Herrschaftsauftrages auch eine anthropozentrische Ausbeutungsmentalität befördert, in deren Gefälle die ökologische Krise liegt. God planned all this explicitly for man's benefit and rule. No item in the physical creation had any purpose save to serve man's purposes. And although man's body is made of clay,
He's not simply part of nature, he's made in God's image. Especially in its Western form, Christianity is the most anthropocentric religion the world has seen. An der Wurzel der ökologischen Krise liegt nach White unter anderem eine spezifische Form des Anthropozentrismus, ein rücksichtsloser Anthropozentrismus, der sich in der Vorstellung von der Gottebenbildlichkeit manifestiert bzw. mit diesem Herrschaftsauftrag verbunden ist. Sie erinnern sich, ich hatte den schon projiziert, Genesis 1, 26 und 28, ich lese nur 28 vor, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde, macht sie untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf Erde regen. Wie hat die Theologie auf diese ökologische Krise reagiert? Auf diesen Vorwurf? Ökotheologien und Umweltethiken in den 70er und 80er Jahren haben versucht, diesen neuen ökologischen Problemdruck reflexiv zu verarbeiten, teilweise im Gespräch mit Naturwissenschaften und Naturphilosophie. Auch die Kirchen haben es versucht, denken Sie nur an diesen konziliaren Prozess Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Einen wichtigen Schritt in der theologischen Neuorientierung der Schöpfungstheologie bildete dann das 1985 erschienene Buch von Jürgen Moltmann. Gott in der Schöpfung, eine ökologische Schöpfungslehre. Die Bedeutung dieses Buches ergibt sich nicht nur aus seinen Reflexionen auf die ökologische Krise, sondern auch daraus, dass darin tatsächlich das Schöpfungsverständnis im Blick auf die gesamte Dogmatik trinitarisch neu durchdacht wird. Also kurz gesagt könnte man feststellen, wenn man die Schöpfung im Kontext der ökologischen Krise neu denken will, muss man die ganze Dogmatik neu denken. Das war ungefähr Moltmanns Leitlinie, etwas platt gesagt. Moltmanns bereits früher entwickelter trinitätstheologischer Ansatz ermöglichte es ihm, den transzendenten Schöpfergott in einem eminenten Sinn als weltimmanent zu denken. Der Schöpfer wohnt in seinem Geist der Schöpfung inne. Der Geist ist seiner Schöpfung einwohnend, der im Geist seiner Schöpfung einwohnende Gott ist jedem seiner Geschöpfe präsent und bleibt jedem seiner Geschöpfe in Freud und Leid verbunden. Die wechselseitige beziehungsmäßige Durchdringung der drei göttlichen Personen, also ihre Perichorese nennt man das in der Theologie, spiegelt sich analog im trinitarischen Weltverständnis, Weltverhältnis. Gott ist in der Welt und die Welt ist in Gott. Die ökologische Krise kann theologisch nur dann bearbeitet werden, wenn es gelingt, die Einwohnung Gottes in seinem Schöpferhaus wieder neu zu denken. Haus heißt ja Oikos, also deswegen ist das schon von Hause aus sozusagen eine ökologische Schöpfungslehre. Moltmann vertritt einen Panentheismus, der nie in einen Pantheismus kippt. Also Gott ist in der Welt, aber die Welt und die Welt in Gott, aber Gott geht nicht auf in diesem Weltverhältnis. Moltmann versucht mit seinem schöpfungstheologischen Panentheismus den theologischen Eigenwert der außerhumanen Natur aufzuwerten. Denn Moltmann ist überzeugt, umweltethisches Handeln beginnt mit einer neuen, ökosensiblen Sicht auf die außerhumane Natur. Mit der theologischen Aufwertung der außerhumanen Natur ist aber natürlich eine deutlich kritische Relativierung des christlichen Anthropozentrismus verbunden und damit auch eine Relativierung der Vorstellung der Gottebenbildlichkeit. Moltmann schreibt, der Anthropozentrismus ist unbiblisch. Die Krone der Schöpfung ist nicht der Mensch, sondern der Sabbat. Der Mensch hat als Bild Gottes zwar eine Sonderstellung in der Schöpfung, steht aber zusammen mit allen irdischen und himmlischen Geschöpfen im Lobpreis der Herrlichkeit und im Genuss des sabbatlichen Wohlgefallens Gottes. Auch ohne den Menschen rühmen die Himmel des ewigen Ehre. Auch die ökofeministische Theologie, so 80er, 90er Jahre, hat die ökologische Krise aufzuarbeiten versucht.
Hier finden sich ebenso kritische Voten zur Gottebenbildlichkeit und natürlich zum damit verbundenen Anthropozentrismus, den man dann vor allem darin kritisiert hat, dass er auch implizit ein Androzentrismus sei. Gegen eine am männlichen Menschen als Krone der Schöpfung orientierte Ausrichtung der Schöpfungstheologie wurde hier dezidiert festgehalten, die Erde ist die primäre Bezugsgröße der Schöpfungstheologie und nicht der männliche Mensch. Eine Divinisierung, eine Vergöttlichung der Schöpfung wurde zwar meistens abgelehnt, doch selbst in der Bibel fand man dann so eine Art Luminosität des Geschaffenen wieder. Man sprach auch von der Heiligkeit der Erde und so weiter. Natürlich war das eine Heiligkeit der Erde, die dann mit dem Herrschaftsauftrag nur schwer vereinbar war, zumal dann dort auch befreiungstheologische Dimensionen hineinspielten, die sowieso herrschaftskritisch ausgerichtet waren. Bei Moltmann und den ökofeministischen Theologien zeigen sich dann gewisse Nähen zu einem heutigen gesellschaftlichen Trend, nämlich dem, was ich unter dem Label Naturspiritualität zusammenfassen möchte. Zur Naturspiritualität sind sehr heterogene Phänomene zu rechnen. Das Spektrum reicht von meditativer Tiefenentspannung in der Natur, Waldbaden, Wellness- und Naturheilpraktiken, Pilgern zu Kraftorten, über Glaube an nicht materielle Kräfte in der Natur und Naturgeister, schamanistische Praktiken, animistische Vorstellungen und vielleicht auch die Astrologie. Meistens implizieren diese Praktiken und Diskurse, dass die außerhumane Natur irgendwie heilig, beseelt, geist- und kraftvoll ist und für die Natur des Menschen Möglichkeiten der heilenden Selbsttranszendierung enthält. Zuweilen spricht man im Zusammenhang von Naturspiritualität sogar von einem Kultur- und Religionenübergreifenden grünen Religion, sogar einer dunkelgrünen Religion. Im Kontext solcher Naturspiritualität ist meist nicht von der Gottebenbildlichkeit des Menschen die Rede, aber doch lässt sich eine deutliche Kritik am Anthropozentrismus feststellen. Was diesen Naturspiritualismus bei allen Unterschieden mit Moltmann und diesen ökofeministischen Theologien verbindet, ist eine schöpfungstheologische Einebnung der Differenz zwischen Mensch und Tier oder Mensch und Natur. Zuweilen geschieht das sogar unter explizitem und affirmativem Bezug auf die Evolutionstheorie. Der Schulterschluss mit den Naturwissenschaften ist jedoch eher vordergründig. Denn es fragt sich, ob dabei die außerhumane Natur nicht einfach zu stark idealisiert und verklärt wird. So idealisiert und verklärt, dass dabei die Härten und die Ambivalenzen evolutiver Naturprozesse völlig aus dem Blick geraten. Mein Bochumer Kollege Günther Thomas wirft darum diesen Ökotheologien vor, sie betrieben eigentlich nur noch Blühwiesenromantik. Ich habe eingangs dieses Kapitels gefragt, soll die Theologie überhaupt noch am Konzept der Gottebenbildlichkeit festhalten? Man kann viel an Moltmann und diesen ökofeministischen Theologien aussetzen, doch ihre Anfragen an einen umweltzerstörerischen christlichen Anthropozentrismus und ein entsprechendes Verständnis der Gottebenbildlichkeit finde ich trotzdem berechtigt. Soll die Theologie noch ein Konzept der Gottebenbildlichkeit vertreten? Dann nur eines, das jenen umweltzerstörerischen Anthropozentrismus nicht weiter legitimiert. Nachdem ich im vorherigen Kapitel eigentlich ja nur formale Klärungen im Blick auf die Gottebenbildlichkeit vorgenommen habe, möchte ich darum jetzt zum Schluss noch eine materielle, eine inhaltlich gefüllte Vorstellung präsentieren. Der Gottebenbildlichkeit. Die alttestamentliche Forschung vertritt seit mehreren Jahren relativ einmütig die These, dass die Gottebenbildlichkeit in Genesis 1 im Herrschaftsauftrag über die Tiere und über die Erde besteht.
Der Herrschaftsauftrag ist also nicht die Konsequenz einer anderweitig zu deutenden Gottebenbildlichkeit, sondern die Gottebenbildlichkeit besteht im Herrschaftsauftrag. Wie der König im Alten Orient, so ist gemäß Genesis 1 jeder Mensch zum königlichen Auftrag berufen, zu herrschen. Doch dieses Herrschen lässt sich aus heutiger Sicht durchaus auch im Sinne eines ökologischen Mandates interpretieren. Und in diese Richtung dachte natürlich auch schon Moltmann. Als Ebenbild Gottes hat der Mensch den königlichen Auftrag, als Repräsentant und Stellvertreter Gottes auf Erden für die ganze Schöpfung Verantwortung zu übernehmen. Der Mensch ist der königliche Diener Gottes und der ganzen Mitwelt. So und nur in dieser abgeleitet exzentrischen Sinne darf und soll die christliche Anthropologie noch einen Anthropozentrismus lehren. Das exzentrische Gottesverhältnis des Menschen bedeutet eben, dass er als Natur mit der ihn umgebenden Natur verantwortlich verbunden ist. Der Mensch ist also so etwas wie ein leiblich exzentrischer Naturmensch, und hier müsste dann auch die Überwindung des alten, gottebenbildlich begründeten Leib-Seele-Dualismus ansetzen. Aber darauf gehe ich jetzt nicht ein. Wird die Gottebenbildlichkeit in diesem exzentrisch umweltbezogenen Sinne interpretiert, dann muss die Theologie sogar am Konzept der Gottebenbildlichkeit festhalten. Denn sie bildet damit das Konzept der Gottebenbildlichkeit gleichsam einen Brückenpfeiler zur theologischen Umweltethik. Ich komme damit zum letzten Punkt. Ich habe in meinem Vortrag ja eigentlich keinen wirklichen Dialog mit den Naturwissenschaften geführt. Es handelte sich eher um eine Auseinandersetzung mit einer typologischen Rekonstruktion und ihren Implikationen für die theologische Anthropologie. Doch schon anhand dieser Auseinandersetzung konnte immerhin ein Doppeltes aufgezeigt werden. Erstens, die wissenschaftliche und vor allem naturwissenschaftlichen Entwicklungen in der Neuzeit und Moderne haben den Menschen nicht nur aus seinem alten weltbildlichen Zentrum verdrängt und ihn so zu einem dezentrierten Menschen gemacht. Zweitens, diese Entwicklung hat in der modernen theologischen Anthropologie auch die Möglichkeit freigelegt, den Menschen nun auf neue, auf andere Weise als einen theozentrisch orientierten Exzentriker zu verstehen und ihn so auf seine Umwelt bezogen zu denken. Damit hat die Naturwissenschaft der Theologie sogar einen wesentlichen Dienst erwiesen. Sie hat in ihr, natürlich unbeabsichtigterweise und mehr indirekt als direkt, zentripetale Transformationskräfte befördert. Das nur ein Beispiel dafür, dass die Theologie den Dialog mit den Naturwissenschaften schon um ihrer selbst willen braucht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.